Servus Athleten! So, hier eine kleine Videoanleitung für euren Workout, für euren Spaß heute. Heute den Freitag, den 13. November. Ich habe mir gedacht, kurz fürs Wochenende, so etwas ein bisschen High Intensity. Geht ein bisschen in die Länge. Aber vom Format ist schon relativ bekannt. Das ist Cindy's Cousin. Also er kennt Cindy, 5 Pull-Ups, 10 Push-Ups, 15 Air Squats. Das lässt sich bei den meisten zu Hause nicht so gut umsetzen. Es sei denn, dass jemand glücklicherweise eine Pull-Up-Stange hätte. Von daher, wir machen Cindy's Cousin auch eineinhalb 20 Minuten und wir ersetzen die Pull-Ups durch Burpees. Weil da braucht man kein Equipment dafür. Also 5 Burpees, 10 Push-Ups, 15 Air Squats. Das ist so viele Runden, so viele Wiederholungen, wie es geht in der Zeit. Das kennt ihr ja alle. Ziel hier wäre so richtig, ein gutes Tempo zu finden und das richtig durchzuziehen. Ich würde wahrscheinlich die ersten 2-3 Runden dafür nehmen, erst mein Tempo zu finden, was ich glaube, ich dann für die 20 Minuten halten kann. Hier sollen die Pausen, wenn überhaupt eine Pause kommt, sehr kurz gehalten, vielleicht kurz einen Schluck trinken und dann weiter geht's. Burpees und Push-Ups sind relativ intensiv von der Belastung, von Luft her, von der Pumpe. Das sind die Air Squats eher die Erholungsphase. Also macht die schön geschmeidig, nicht so übertrieben schnell, damit ihr dann die Luft habt, dass ihr gleich mit den nächsten Burpees starten könnt. Also so ein bisschen schonend arbeiten. Genau, das ist das Wort für heute. Ein kleiner Core-Finisher sind alle 1,5 Minuten, every 1.5 minutes on the minute, also 90 Sekunden lang, 4 Runden. Pro Runde, er startet mit 6 Windshield Wipers mit einem Gewicht über den Kopf. Dafür gibt es auch ein Video in der PDF, könnt ihr klicken. 20 Russian Twists sind direkt im Anschluss mit dem Gewicht, idealerweise. Und danach mit der verbliebenen Zeit, ihr versucht den Hollow Hold so lang zu halten. Nicht so lang zu halten, wie es geht, eher 20 bis 30 Sekunden. Dann habt ihr eine Pause, bis die nächste Runde startet. Also ich würde empfehlen, 20 bis 30 Sekunden, aber Ziel ist, dass es die 6 Windshield Wipers, die 20 Russian Twists so zügig abgearbeitet sind, ohne Pause, dass ihr dann gemütlich, ich sage nicht gemütlich, aber eher ungemütlich, mit den Hollow Hold starten könnt. Und dann habt ihr im Anschluss eine gute Pause, bis die nächste Runde startet. Genau, so ein bisschen ein High Intensity, Ganzkörper durchballern und dann etwas für den Core. Und ich glaube, wenn das fertig ist, seid ihr bereit fürs Wochenende. Genau, vorher, so wie immer, ein kleines Mobility-Teil. 4 Runden, bitte für Quality. Nicht schnell, eher genießt die Dehnung, weil hier wollen wir vor allem für das Workout die Hüften und die Schultern schön locker machen. Vor allem die Burpees, die werden schon ein bisschen auf die Schulter schon gehen. Und die Squats sowieso für die Hüften. Genau. Pro Runde 6 Mobility Squats, Open Shoulders, kennt ihr. 6 Lunges, Open Shoulder, Left, das nennt es auch oft Hip Opener. 6 Hindu Push-Ups, 6 Lunges, Open Shoulder, Right. Und dann 30 Sekunden lang Arch Hold. Also auf dem Bauch, so wie Supermans, alles weg vom Boden. Versuchen das 30 Sekunden lang zu halten. Jeder macht das 4 Runden durch und dann sind wir gut für das Workout mobilisiert. Genau, für alle Übungen kein Stress, klick auf den PDF, es gibt die Anleitungen in den Videos. Genau, und zum allererst, um aufzuwärmen, ähnlich wie dieses Push-Up-Mobi-Spiel, was wir am letzten Trainingstag in der Box hatten, diesmal spielt Roxanne von The Police. Ich bin mir sicher, ihr kennt das alle, das Lied. Wenn nicht, es gibt einen Klick direkt zum YouTube, das wird dann spielen. Und er macht derweil, während das ganze Lied dauert so 3 Minuten 12 Sekunden, er macht Tap Jumps. Und jedes Mal, wenn im Lied die Name Roxanne vorkommt, müsst ihr eine Burpee machen. Ja? Genau, also relativ einfach aufgebaut. Ab und zu wird es ein bisschen knackig, aber denkt dran, es geht darum, warm zu werden. Also nicht übertreiben, das kriegt ihr schon hin. Genau, das wäre es für heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Hau rein und ein bisschen schwitzen vor das Wochenende, dann habt ihr eurem Wochenende wohl verdient. Viel Spaß, Servus, ciao.